Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danilo EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles im absoluten Katastrophengebiet hier. Wir haben die Wüstenmission in der letzten Folge gestartet und es sieht sogar so aus, als würden wir hier irgendwie den Kürzeren ziehen. Aber nicht mit mir. Ich spiele jetzt erstmal hier Aika und versuche hier Tote und Verletzte zu retten. Einen jedenfalls. Eine unserer Sniperin ist hier irgendwo. Ich muss jetzt nicht echt wirklich. Ach, ich muss noch mal. Ich kann auch nicht mal was machen. Hat man es nicht irgendwo da hinten? Verdammt. Das war produktiv. Okay. Aika, du holst Marina. Medic, Medic! Was schon wieder? Schon wieder jemand tot? Ich dachte, 7 wäre eine Glückszahl. So, aber da ist die Basis, die holen bei uns jetzt. Da! Oder auch nicht. Verdammter Dreck. Hey. Oh. Die Basis könnten wir uns noch holen. Da ist niemand, der direkt da drin steht. Das heißt, ich kann die einnehmen. Ja. Alicia, bist du wieder auf den Beinen? Ja. Würde ich dich mal gerne hier beordern. Ich kann noch 2 deployen. Was? Ach, eine ist auf dem Weg. Okay, was denn noch? Ach ja, ich brauche einen Sniper wieder. Ne, warte. Catherine tue ich dann hier deployen. Aber erstmal versuchen wir ja mit Welkin dieser verkackten Situation rauszukommen. Der Panzer ist jetzt hier. Der Panzer ist jetzt hier. Cannot enter. Boah. Oh. Ja, warte. So, was sagst du dazu? Habe ich mir gedacht. Jetzt können wir die Leute hier. Okay, hier ist niemand, der angreifen kann. Also. Ich weiß nicht, soll ich erstmal ihn töten? Ja, ne. Komm schon. Du wirst ja wohl sterben, oder? Hallo, lacht. Jawohl. Claudia. Hat's geschafft. So. Straßenkind. Straßenkind. Stadtkind. Ich könnte sie da jetzt in den Bunker reinpacken, aber ist mir zu nah an den Gegnern. Wollen sie aber schaffen, ne? Und über hier. Was soll ich da hinten die Minen noch entschärfen? Ne, ich glaube hier. So gefährlich. Aber du knöpfst jetzt den im Bunker vor. Du willst mich verarschen. 4 und 2. Was? Are you kidding me? Ey, er ist so nah am. Er ist doch drin, mein Gott. Oh, leck mich am. Hi, stirb. Das hat mir gefallen. Und ihm auch. So. Hier blöden. Hm.
Ich weiß nicht, ob jetzt hier so sicher ist. Jetzt bin ich mit dem Panzer in jedem Leben von da aus zu treffen. So. Wen denn noch? Jetzt könnte ich eigentlich mit Aika hier die Basis einnehmen. Ja, wenn sie direkt getötet wird, dann wird sie kann ja noch versuchen, einen zu töten. Du wirst doch locker bis zu dahin schaffen, oder? So. Jetzt haben wir die Basis eingenommen. Und jetzt überall Minen. So. Hui, da hinten sind Panzer. Ganz viele. Und da oben, wenn ich mich nicht irre, sind doch Dingens. Na, aber wir sind noch im Kriegsmodus. Nicht oder wird nichts. So, kommt eh nur runter, ne? So, sieht wieder gut aus. Jetzt kann ich da gleich meinen Sniper holen. Meinen Sniper. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Oh ne, geh nicht runter, geh nicht runter, geh nicht runter. Was macht er da? The fuck? Was zum Teufel macht er da? Ich geh mal rüber. Ich guck mal, was da los ist. Nein, ich hab Angst. Ey, was soll das? Ich bin verwirrt. War ich nicht schon mal hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was war das? Was sollte das? So, Alicia ist wieder hier. Das heißt, wir haben wieder einen Kommandopunkt mehr. Ho, 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 ho. So. Aber ich kann immer noch zwei. Ja, stimmt. Der ist ja richtig gut. Rosie. Muss mal aufholen. So, geh du am besten da hoch und mach die beiden kalt. Oder den einen. Ich dachte, wir werden zwei. Hallo. Küsschen. Ich wusste es. So. Perfekt, und sie ist jetzt sicher. Die Treppe wird uns beschützen. Sie gibt uns Schutz und Geräumlichkeit. So, Welken, du kannst auch mal aufholen. Langsam und gemächlich. Wir sind bei Minen. Wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? So, schaffe ich dich da hinten zu treffen? Nee. Ich möchte den Kopf treffen, bitte. Nur da hinten, in dem Panzer. Bams, jawohl. Hauptsache etwas getroffen. Okay, Alicia, du darfst jetzt den ganzen Weg da hochlatschen. Yay! Okay, genieß mir die Szenerie hier. Wunderschön, ne? Und beachte die Löcher in den ganzen Felsen. Und sie schafft es locker bis hier, ne? Geil. So. Triffst du auch ihn hier noch? Mal 44 Schüsse, willst du mich? 3 Schüsse. Verdammt. Hätte das sein können. Steht hier mit meiner ganzen Truppe auf den Typen los. So, Lago, du gehst auch mal weiter. Okay. Kind der Natur. Ey. Ey. Mhm.
Warum treffe ich die Panzer eigentlich? Habe ich getroffen? Ich habe keinen Schaden gemacht. Ich habe aber getroffen, das habe ich gesehen. So. Okay, jetzt haben wir eine ganz schöne Truppe hier. So, Hannes, dich würde ich gerne mal heilen. So. Okay. Irgendjemand muss den noch töten, der macht mich irgendwie nervös. So, am besten bewegen wir Waken noch weiter. Dann haben wir alle so richtig weit vorne. So wie es sich gehört. So, und ich kriegen wir jetzt auch noch. So wie geplant. Zack. So, das ist gut aufgeholt. Wir haben jetzt von allen Seiten hier aufgeholt. Finde ich richtig geil. Ja, jetzt sind da hinten welche. Ja, was soll's. Ich würde direkt mehr hier irgendwie. Oh Gott. Ja. Nix da. Wir sind in Gruben. Wir sind unbesiegbar. Und ich verballere mit ihre ganzen CP. Meinetwegen. So, jetzt kommen unsere Sniper. Jetzt seid ihr alle dran. Wuhahaha. Okay. Übergebt euch meine Position. Lass mal kurz gucken. Hat irgendjemand hier so Night Vision, Nestmaster? Top of Valera, Grand Attack Power. War super. Nichts mit Leitern hier. Ah. Okay. Da hinten treffe ich dich. Nee. Dann geh du mal hier so nach unten. Deine Stunde wird kommen. Okay, du gehst mal weiter. Mach den Typen in der Grube da platt. Genau zu sein, den da. Muss ich ihn jetzt lang? Jetzt hier nach links oder? Nee, hier kann ich mal, ne? Was tust du denn? Tschüss! Oh Mann. Autsch! Hab ich mir gedacht. Da war auf einmal ganz ruhig. So. Hey, irgendwas passiert. Der Wind wird stärker. Ja, auf jeden Fall. Vor allem unbeobachtet. Wir haben uns bestimmt noch nicht bemerkt. Ich sehe nichts. Ja, May. Claudia. Bleib du mal in der Nähe von Welkin. Mit den ganzen Panzern ist das nämlich ein bisschen zu gefährlich, finde ich. Ja, und gebe ihnen irgendwie Munition, wie auch immer das möglich ist. So. Ganz wichtig, du musst überleben. Dann überlebt nämlich auch Welkin. Der Rest folgt unauffällig. Am besten erstmal die auf jeden Fall reinkommen, oder ist eine Mine.
Soink! Ha! Kann ich bis dahin noch irgendwie? So eine Grube oder so? Ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so genau. So, wir bleiben erstmal hier. Ne, hier ist nirgendwo mehr. Da hinten ist nur noch was. Scheiße. Muss ich mal Largo und so da vorne schicken. Na toll, Largo ist der einzige, der jetzt was ausrichten kann gegen die Panzer. Geh mal rechts oder links lang. Ne, du gehst mal links lang. Man kann nur da lang, oder? Ne, man kann. Boah, jetzt sehe ich das erst auf der Karte. Auf der Karte. Karte, also hier sah irgendwie so aus, als könnte ich da lang. Dann bewege ich dich aber jetzt nochmal. Kann nicht wahr sein. Oh, je, 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 je. Ja. Aber die können uns auch nicht treffen, ne? So. Na, warte, gleich sind wir alle da. Dann kriegt ihr Probleme. Auf die Minen aufpassen. So. Super. Der Sancho wird ja wohl hoffentlich noch ein paar Runden anhalten, ne? Warte mal, jetzt wo wir ja geschützt sind, kann ich ja meine Sniper positionieren. So. Du bist schön jetzt hier hinten. In Sicherheit. Und du snipes von hier unten, glaube ich mal. Versuch mal von hier unten zu snipen. Aber stelle ich dich aber lieber hier in Sicherheit. Was eigentlich nichts gemacht hat. Egal. Ja. Wir haben uns jetzt gut positioniert. Und wer der Sandsturm ist jetzt weg. Nee, sieht nicht so aus. Zum Glück tun die nur eine Verstärkungsgruppe immer anfordern. Wom, wom, wom. Wom, 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 wom. Wom, 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 wom. Genau. Und noch Panzer. Also drei Panzer sind auf jeden Fall hier supi. Am besten wäre, wenn wir uns noch bis zum Eingraben da durchkämpfen könnten. Oh, der Sandsturm ist vorbei. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist jetzt. Ich gehe mal vor. Eins, zwei, was? Wollte schon sagen. So. Das muss ich euch hier erledigen. So, hi. Mein Name ist Walking. Wie geht's dir? Ich liebe Natur. Oh Gott. Also was, Catherine? Du gehst jetzt mal nach Hause. Und dann hole ich mir John. Und der sorgt dafür, dass du, dass die Panzer ja mal verschwinden. Ich mache mich doch ein bisschen nervös. Am besten hätte ich jetzt den einen Panzer schon mal weg. So. Immer noch drei? Hä? Jum. Bayoms. Wohl. So, dann Welken. Ich hoffe, du machst den jetzt mit einem Schlag fertig. Was? Oh. Das Spiel verarscht mich manchmal. Wo ich immer noch. Ah.
Nee, du brauchst immer noch zwei Schüsse, ernsthaft. What the fuck? Oh, das ist nicht wahr. Spiel. Da wollte ich nie sagen. Da wollte ich nie im Leben sagen. In meinem Netz, in irgendeinem Let's Play von mir. Spiel. Ma. Schaffst du es bis da hinten hin? Ja, ne? Alicia, das schaffst du doch, oder? Oh, das ist eine Antipanzerbiene, habe ich gesehen. Scheiße. Steh ab. Bitte. Es ist so klar gewesen. Nein, Elisha, nicht. Schon wieder ist sie tot. Wie kann man nur so oft sterben? War nicht so, wenn der Gegner die berührt hat, dass man dann die Einheit verliert oder so? Bin mir jetzt nicht sicher. Na warte. Du da hinten. Nixer, du wirst sie nicht berühren. Auf unangemessene Weise berühren, anfassen und ja. So, das. Und da denkst du mal, du hast hier was gut gemacht und dann nicht. Oh Gott. Auch noch ewig. Vor allem, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Platz ich auf meiner Festplatte habe. Das war schon ein bisschen knapp, glaube ich. Out. Sanaba Beach. Ja, bleib so. Verdammt. Ja, so ist auch noch gut. Ja. Verdammt. Obwohl. Ja, und jetzt bräuchte ich Claudia. Oh nein, nicht ein Sniper. Au! Du! Hab ich gesehen! Boah, da sind drei Snipers. So, jetzt muss ich mit irgendjemandem Alicia holen. Moins! Und da ist John. Okay. Ich würde sagen, das war's dann in diesem Part. Ich hoffe, im nächsten Part schaffen wir den Rest hier. Und ja. Lief gut, ne? Fand ich. Ein paar sind wieder gestorben. Alicia, schon wieder. Aber egal. Wir sehen uns dann jedenfalls im nächsten Part von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.